Mystic Mime. Ja, das ist schon eine gute Karte. Da hatte Konami wieder eine mystische Idee. Wir finden einfach eine Karte, die gegen die schnelle Meter ankommt und das Spiel etwas verlangsamt. Hinzu kommt, dass wir sie zu viel Spam machen, damit die Zauber- und Fallenkartenzonen frei bleiben. Außerdem geben wir ihr keine speziellen Bedingungen, damit sie auch wirklich jedes Deck spielen kann. Und fertig. Schon hat man eine gute Field Spam. Doch dann reicht es nicht, dass man keinen Angriff machen kann. Nein, man kann auch einfach keine Monster-Effekte mehr nutzen. Sei es aus der Hand, auf dem Feld, in den Friedhof oder am Banish-Pile. Ich meine, geht's noch? Und dabei wäre es nicht mal so schlimm, wenn sie annullieren würde. Aber nein, sie verhindert einfach die Aktivierung. Heißt also, dass wir Karten nicht mal für Kosten oder ähnliches nutzen können. Und jetzt denkt man sich vielleicht, oh ja, sie zerstört sich ja auch selbst in der Endphase. Aber nein, schon mal was davon gehört, dass man den Gegner einfach Monster geben kann? Oder man beschwört einfach gar keine Monster? Oder man schützt die Karte einfach mit Feldbarrier? Ja, nichts mit Selbstzerstörung. Und selbst wenn du es schaffen solltest, einmal die Karte zu hauen, kann der Gegner einfach direkt eine zweite aktivieren. Und das sogar in deinen Spielzug. Und jetzt fragt man sich sicher, ja, wo ist denn das Problem? Das Problem ist einfach, dass man einfach nicht mehr spielen kann und irgendwie hoffen muss, irgendein Out zu ziehen. So entstehen dann so tolle interaktive Züge wie Pass, 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 Pass. Oh ja, eine wirklich tolle Karte und ein super Duell. Das Schlimme daran ist, dass solche Decks auch noch irgendwie eine Option haben, dich unter dieser Karte zu besiegen. Entweder sie burnen sich Stück für Stück runter oder greifen dich immer und immer wieder direkt an. Und zu guter Letzt gibt es ja noch die Option, einfach den Gegner Deckout gehen zu lassen. Und falls ihr jetzt dachtet, diese Karte kann man nur an langsamen Deck spielen. Nein! Selbst in ein Combo-Deck wird sie benutzt, um so einfach immer und immer mehr Karten zu sammeln, um dann die Karte selbst wegzulehnen und dann dir den OTK zu geben. Und das Schlimmste an dieser Karte ist einfach, wenn du selbst nicht mal ein Out in deinem Main-Deck drin hast. Dann hast du einfach automatisch verloren, sobald diese Karte auf dem Spielfeld ist und ihr könnt einfach nur noch aufgeben. Und warum? Weil Mystic Mind gut ist.